Mein Name ist Klaus Ulrike und wir besitzen ein kleines Hotel in Wiesen, bei Sterzing. Und wir sind sehr betroffen, wir sind seit Mitte Oktober, haben wir zu, dürfen nicht arbeiten. Und unsere Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter circa, warten auf uns einen Anruf, dass wir sie anrufen, dass sie arbeiten können. Und es geht nicht mehr recht länger. Ich bin der Chef von Max aus Leifers. Und ich bin heute da, um meine Solidarität kundzutieren mit jenen Berufsgruppen, die jetzt kein fixes Einkommen haben, die gefährdet sind, vor allem deren Existenz, deren Familien. Und was ich mir von der Politik wünschen darf, dass sie mehr Rücksicht nimmt und einen rationaleren Diskurs auf Augenhöhe mit den Kritikern zulässt. Ich bin da, weil mich die Demonstration interessiert, wer da ist. Mit den Veranstaltern selber bin ich nicht ganz so zufrieden, aber mich interessiert einfach mal das Thema und zu schauen, wer demonstriert. An der derzeitigen Corona-Politik steht mir am meisten, dass das kein wirklicher Diskurs mehr zwischen den einzelnen Möglichkeiten ist, sondern man versucht, eine Linie eiskalt durchzufahren. Und wenn man halt damit angefangen hat, dann muss man auch damit fertig machen. Renata Di Bolzano. E sono qui perché non si può andare avanti così, con questi lockdown continui, ci tolgono la libertà, ci tolgono il lavoro, ci tolgono i soldi, tolgono la vita ai nostri figli. E questo non si può. Scusi. Ich bin der Lukas für St. Pancras in Oldenthal. Ich bin hier eigentlich, um ein Zeichen zu geben, dass sie mit der Landesregierung, also zur Zeit, wie sie die Verordnungen eigentlich macht, nicht einverstanden bin. Wenn sie schon Lockdowns machen, dann sollen die Leute da gerade die Geschäfte und seine Betriebe müssen schließen, auch Geld kriegen. Ich bin die Julia, ich wohne in Lana, bin freiberuflich tätig und somit auch sehr stark eingeschränkt vom Lockdown. Was ich mir wünschen darf, ist, dass die Politik erkennt, dass die Bevölkerung nicht nur Angst vor dem Virus hat, was sicher auch berechtigt ist, sondern auch Zukunftsängste, wirtschaftliche Ängste. Und dass die Ängste auch aufgenommen werden und da, dass darauf reagiert wird. Man kann echt nicht alle ignorieren, die nicht nur vom Virus Angst haben, sondern auch vor alles, was mit dem Lockdown einhergeht. Und ich fühle mich da einfach nicht gehört. Ich bin die Kofler Daniela von St. Pancras und ich bin aus dem Grund da, weil ich ein junger Mensch bin und das letzte ganze Jahr nicht einmal 6 Monate arbeiten habe gekannt. Ja, ich bin der Werner Morandell vom Weingut Lieselehof in Kaltern. Ich möchte wieder arbeiten wie vorher. Wir haben einen gut gehenden Betrieb gehabt, der durch die Corona-Maßnahmen, nicht durch das Virus, weil es ist ja keiner von meinen Kunden, weder von meinen Mitarbeitern noch von der Familie erkrankt. Es sind die Maßnahmen, die dagegen gefahren worden sind, was das Problem ausgelöst hat. Ich bin die Barbara Ilmer Steinacher, bin aus Dorf Tirol, bin Hotelierin, bin einfach stuff. Ich kann nicht mehr. Wir haben einen kleinen Betrieb, wir haben letztes Jahr das zweite Jahr gehabt, wir sind von Steuern überflutet worden. Ich finde einfach schlimm, was da passiert, was mit den Kindern passiert, was mit den Senioren passiert, dass uns alle so viel genommen wird, dass man sich nicht mehr umarmen kann. Ein Mensch neu sein, das finde ich einfach schlimm. Und wenn man beobachtet, wie sich die Gesellschaft jetzt entwickelt, dass sich da die Gesellschaft spaltet und wie die Leute miteinander umgehen, das kann einfach nicht mehr sein, das darf nicht sein. Ich bin der Andreas Röck, komme von Gossenstass und ich bin da aus Überzeugung, weil es meines Erachtens so ist, dass es höchste Zeit ist, dass wir zum Leben zurückkehren. Es geht um viel mehr als wir allein um den Virus, sondern es geht ums Leben von uns alle. Landeshauptmann zu sein ist sicher nicht eine leichte Aufgabe, aber von mir aus gesehen, ich habe 3 Landeshauptmann oder lebe in Südtirol und er soll jetzt sich ein bisschen von den Jahren zwar vorhergehen und etwas abschauen und wenn er nach Rom geht, das nicht als eine Pilgerung, ein höheres Sehen, sondern eben mal versuchen, mir sagen, Balle zu haben. Die einseitige Berichterstattung, dass man eben nicht eine richtige Diskussion führen kann, weil es viel zu einseitig ist.
Und was mich noch stört, dass man einfach die Maßnahmen so durchpeitscht. Vor allem jetzt, nachdem der Lockdown, der jetzt nächste Woche beginnt, entschlossen worden ist. Also ich denke, dass Klarheit Vertrauen schafft. Und ihr kennt die Klarheit nicht. Es ist alle drei Wochen etwas anderes. Die Leute verstehen die Regeln nicht, weil sie auch keinen Sinn machen. Warum darf das eine Geschäft offen haben, das andere nicht? Warum kriegt jemand, der Zigaretten braucht, um sich zu beruhigen, allem Tabak? Aber jemand, der Sport braucht, um wieder auf den Boden zu kommen und vielleicht durch die Zeit zu kommen, der fast nicht mehr raus im Haus. Es ist ein Hin und ein Her und ich wünsche mir mehr Klarheit. Ich habe Kinder, die in der Schule sind. Die machen einen Schliff mit, dass man sich denkt, ja, was ist da los? Insofern bin ich betroffen. Auch persönlich kann ich sagen, ich mache Beratungen. Viele Leute haben Angst zu kommen. Und insofern bin ich eingeschränkt. Zu, auf. Und wenn sie das ganze Geld, was sie für die Testerei ausgeben haben, in die Sanität investiert hatten, im Sommer, dann waren wir jetzt nicht mit 30 Corona-Intensivpatienten an der Grenze. Das ist... Ja, es ist nicht so schwierig. Ja. Man sollte nicht stur an einer Lösung festhalten, sondern versuchen, die verschiedenen Modelle, die was in der Welt angewandt werden, jetzt nicht so Verschwörungstheorien, sondern zum Beispiel die Schweden haben ihr Modell relativ gut umgesetzt. Es hat tendenziell gut funktioniert. Jetzt muss man halt evaluieren, ob die wirtschaftlichen Schäden eine gewisse Zahl an Todesfällen akzeptieren. Aber aus meiner Sicht schon, weil auch wirtschaftlicher Not schlussendlich zu Todesfällen führt.